In der Radioonkologie werden Tumore mit Hilfe von Strahlen behandelt. Ein relativ neues Feld stellt dabei die stereotaktische Strahlentherapie dar. Die stereotaktische Strahlentherapie ist eine Form der Hochpräzisionsstrahlentherapie, bei der Sie den Tumor im Submillimeterbereich genau lokalisieren können und aufgrund dieser Exaktheit eine sehr hohe Dosis in kurzer Zeit applizieren können, sodass Sie die Möglichkeit haben, die Tumorzellen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in diesem Bereich zu vernichten. Durch eine exakte Behandlungsvorbereitung mittels spezieller Software und die präzise Positionierung und Echtzeitüberwachung des Patienten ist eine millimetergenaue Bestrahlung möglich. Es ist so, dass Sie zunächst eine exakte Patientenlagerung machen müssen. Das kommt darauf an, wo Sie bestrahlen. Wenn Sie im Kopfbereich bestrahlen, können Sie das entweder mit einer hochpräzisen Maske machen oder mit einem invasiven Ring, der an den Kopf angeschraubt wird. Sobald Sie diese Lagerung gemacht haben, machen Sie eine Bildgebung, die zur Bestrahlungsplanung dient, in dieser Lagerung, also mit der Maske oder mit dem Ring. Und diese Bildinformation ist durch die Lagerung an Ihr externes Koordinatensystem gekoppelt, sodass Sie letztendlich in diesem Koordinatensystem den Tumor gut lokalisieren können. Der Arzt muss dann nochmal manuell in jeder CT-Schicht oder MR-Schicht den Tumor oder das, was Sie bestrahlen möchten, einzeichnen. Das Ganze können Sie dann dreidimensional rekonstruieren und die Abteilung für medizinische Physik macht dann einen Bestrahlungsplan, sodass Sie in diesem Bereich, der die Tumorzellen trägt, eine sehr hohe Dosis applizieren können und umgebendes Risikogewebe, sensibles Gewebe schonen können. Die Behandlung ist meist ambulant durchführbar und schmerzfrei. Die Vorteile der stereotaktischen Strahlentherapie liegen darin, dass Sie eine hohe Tumorkontrollwahrscheinlichkeit haben, also eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie den Tumor lokal dort, wo Sie behandeln, eliminieren können. Zudem ist es so, dass die Behandlung sehr nebenwirkungsarm ist, dadurch, dass Sie das hochpräzise applizieren können, Ihre Bestrahlung. Es ist so, dass in vielen Fällen Sie mit 3, 4, 5 Bestrahlungssitzungen auskommen oder auch nur mit einer einzigen Bestrahlungssitzung. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Methode nicht invasiv oder minimal invasiv ist. Das heißt, Sie haben die ganzen Probleme, die Sie bei einer Operation haben, nicht, sprich Wundheilungsstörungen, Immobilisierung, Thrombosegefahr und so weiter und so weiter. Das heißt, in einigen Fällen ist die stereotaktische Strahlentherapie durchaus auch eine Alternative zur operativen Resektion des Tumors. Am häufigsten wird die stereotaktische Strahlentherapie momentan bei Tumoren im Schädelbereich eingesetzt. Hier arbeitet das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz eng mit der Wagner-Jaurek-Nervenklinik zusammen. Der Kopf des Patienten wird während der Bestrahlung mit Hilfe spezieller Rahmen und Maskensysteme fixiert. Dadurch ist die punktgenaue und exakte Bestrahlung auch sehr kleiner Läsionen gewährleistet, unter weitgehender Schonung des umgebenden Hirngewebes. Auch größer gelegene und tiefer gelegene Veränderungen können mit großer Präzision bestrahlt werden, unter Schonung der Hirnstrukturen, insbesondere Hirnstamm, Auge oder Sehbahn. Seit Juli 1977 existiert eine sowohl im nationalen als auch im internationalen Rahmen sehr bemerkenswerte Zusammenarbeit zwischen der Neurochirurgie an der Oberösterreichischen Landesnervenklinik Wagner-Jaurek und der Radioonkologie im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern. Diese Zusammenarbeit ist nicht nur fachübergreifend, sondern auch krankenhausträgerübergreifend. Und gemeinsam wurde damals ein speziell für stereotaktische Zwecke dedizierter Linearbeschleuniger angeschafft. Neben dem Einsatz im Schädelbereich findet diese spezielle Form der Bestrahlung auch in anderen Körperregionen Anwendung. In Zukunft wird die stereotaktische Strahlentherapie zunehmen, insbesondere im extrakraniellen Bereich, das heißt im Körperstamm, hier insbesondere in der Lunge und in der Leber. Und sie bietet hier eine sehr gute Alternative zu chirurgischen Maßnahmen, zum Beispiel bei Patienten mit wenigen Metastasen oder auch bei Patienten, die inoperabel sind mit Lungen- oder Lebertumoren. Und sie kann auch sehr gut in Behandlungsschemata eingebaut werden, wo beispielsweise die Chirurgie, die Chemotherapie und die stereotaktische Strahlentherapie kombiniert werden.
Und wir denken, dass das in Zukunft den Patienten weiterhelfen wird, diese Erkrankungen, das heißt Tumorerkrankungen, die zum Beispiel metastasiert sind, besser und effektiver zu behandeln.